ja, okay, wir haben jetzt Pandemie und wir haben jetzt so und wir haben jetzt so und wir können jetzt nicht und wir müssen. Oh, muss ich jetzt einfach mal zwischendurch sagen, worum geht's eigentlich im Detail? Wie wichtig sind denn eigentlich die Emissionen, die deutschen Klimaemissionen? Hallo, es ist wieder Freitag. Es ist wieder Zeit für ein Wort zum Freitag. Ihr wisst, diese kleine Serie, in der ich immer jeden Freitag kurz ein bisschen was darüber erzähle, was mir in dieser vergangenen Woche so, ja, an wichtigsten Themen begegnet ist, was mich auch selber am meisten beschäftigt hat, rund um das Thema Elektromobilität und Klimaschutz. Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und das wird ein ziemlich schwieriges, weil umfangreiches Video, ein umfangreicheres Wort zum Freitag. Ich will natürlich versuchen, es auch wieder in der gegebenen Kürze der Zeit rüberzubringen. Ihr habt es selbstverständlich alle mitbekommen. Gestern am Donnerstag, am Vormittag, explodierte quasi das Internet, Twitter und alle sozialen Medien. Das Bundesverfassungsgericht hat ein wirklich wegweisendes Urteil gesprochen. Es gab eine Klage von Klimaaktivistinnen, unter anderem aus dem Bereich Fridays for Futures, die die Bundesregierung und genauer gesagt das Klimapaket der Bundesregierung beschlossen im Jahr 2019 vor das Verfassungsgericht gebracht hat und gesagt hat, das, was dort in diesem Klimagesetz, in diesem Klimaschutzgesetz drinsteht, das reicht nicht aus, um die folgenden Generationen vor den Folgen des Klimawandels ausreichend zu schützen. Der Staat käme mit diesem Klimaschutzpaket, mit diesem Klimaschutzgesetz seinen Verpflichtungen nicht nach, die er verpflichtet ist umzusetzen nach Paragraph 20a des Grundgesetzes. Wir blenden das jetzt mal ein. Dieser Paragraph besagt nämlich, dass der Staat in der Verpflichtung ist, die Lebensgrundlagen für Menschen und Tiere gleichsam, also für die gesamte Mitwelt, in der wir leben, ausreichend zu schützen. Das Verfassungsgericht hat dieses Gesetz hat das geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, ja, die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzpaket durchaus den Weg eingeschlagen in Richtung Klimaschutz, aber das, was sie dort beschlossen hat, ist nicht weitreichend genug, um diese und folgende Generationen entsprechend vor zu starken Belastungen zu schützen. Zu starke Belastungen, nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch die Maßnahmen, die nötig wären. Worum geht es eigentlich im Detail? Im Detail geht es darum, dass Wissenschaft ausgerechnet hat, es gibt ein gewisses CO2-Kontingent, man spricht auch häufig von dem CO2-Budget, das wir noch in unserer Atmosphäre emittieren dürfen, damit die Erwärmung auf etwa 1,5 Grad begrenzt bleibt. Es gibt da verschiedene Tabellen, nach denen man dann gucken kann, ja, wie viele Gigatonnen CO2 dürfen denn überhaupt noch in die Atmosphäre entlassen werden. Und so ziemlich die ambitionierteste Zahl ist, wenn man also mit einer Zweidrittelwahrscheinlichkeit dieses Klimaziel von Paris, diese Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, wenn man das erreichen möchte, wie gesagt, nicht zu 100% Wahrscheinlichkeit, sondern nur zu Zweidrittelwahrscheinlichkeit, also 67%, dann dürfen nur noch maximal 420 etwa Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen werden. Zum CO2 kommen ja immer auch noch die anderen klimawirksamen Gase, wie zum Beispiel Fluorchlor, Kohlenwasserstoffe oder eben auch zum Beispiel das CH4, also sprich Methan, das zum Beispiel bei der Erdgasförderung und beim Erdgastransport in großen Mengen inzwischen freigesetzt werden. CH4 ist ja auf dem besten Wege, das CO2 bei der Klimawirksamkeit abzulösen. Also, es ist eine sehr ambitionierte Geschichte, dieses CO2-Ziel überhaupt noch einzureichen. Man braucht sehr ambitionierte Ziele, um das einzureichen. Viele von euch fragen sich natürlich absolut zu Recht, wie wichtig sind denn eigentlich die Emissionen, die deutschen Klimaemissionen, um dieses Paris-Ziel zu erreichen? Sind denn nicht andere Länder eigentlich viel eher in der Pflicht, etwas zu tun?
Richtig. Andere Länder, nehmen wir mal zum Beispiel China. China hat sich in den letzten ungefähr 50 Jahren zum größten CO2-Emittenten der Welt entwickelt. Nicht, weil die Chinesen so böse sind, sondern weil wir, auch ich, natürlich Produkte benutzen, die in China hergestellt sind. Das heißt, die Emissionen, die China in die Atmosphäre entlässt, sind zum Teil natürlich nicht nur, daran sind nicht die Chinesen schuld, sondern da sind auch wir daran schuld, die Produkte aus China kaufen. Das mag meine kleine Fitnessuhr sein, das mögen die Chips sein, die in diesem Fahrzeug sind, vielleicht auch die Batteriezellen. Ich weiß gar nicht genau, wo die eigentlich herkommen, wahrscheinlich aus China oder aus Korea. Aber Deutschland liegt immerhin irgendwo so zwischen Platz 6 und Platz 7 auf dem weltweiten Ranking. Wir können auch hier mal eine Grafik einblenden. Auf dem weltweiten Ranking der Staaten, die CO2 emittieren. Wie gesagt, Platz 6 oder Platz 7. Und damit ist eigentlich schon gesagt, dass Deutschland vielleicht alleine nicht das Weltklima retten kann, aber einen gehörigen Beitrag dazu leisten kann, das Klima zu schützen. Und auch ein Vorbild ist. Und um auf das Budget, auf das CO2-Budget zurückzukommen, Deutschland ist beim Aufbrauchen seines CO2-Budgets auch schon ziemlich weit fortgeschritten. So, jetzt hat ja die Bundesregierung 2019 dieses Klimapaket, dieses Klimagesetz beschlossen. Wir verlinken es auch mal hier in den Links unter dem Video, in der Videobeschreibung. Und da sind auch bestimmte Reduktionsziele für die einzelnen Sektoren vorgegeben. Ich habe hier mal beispielsweise für den Verkehr die Reduktionsziele mal markiert in Gelb. Da haben wir also im Moment einen Wert von roundabout 150 Millionen Tonnen CO2 durch den Verkehr. Davon sind ja ungefähr 2/3 zurückzuführen auf den privaten Pkw-Verkehr. Und da seht ihr in dieser gelben Linie dann auch, wie diese Reduktionen runtergehen sollen. Und das Ganze findet ihr dort im Klimaschutzgesetz. Ich glaube sogar auf der letzten Seite, guckt einfach mal in den Link für die anderen Sektoren, also zum Beispiel die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft, den Wohnbereich und so weiter und so fort. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht halt festgestellt, ja, das, was da drin steht, das ist zu wenig. Das ist zu wenig und was viel, viel wichtiger ist, es geht daraus hervor, dass nach 2030, denn diese Maßnahmen sind nur bis 2030 projiziert, dass nach 2030 extrem reduziert werden muss. Und dieses extreme Reduzieren, das wird die nachfolgenden Generationen in einer besonders starken Weise beeinflussen. Viel stärker, als es jetzt für mich zum Beispiel der Fall ist, sondern es wird die kommenden Generationen noch viel, viel weiter beeinflussen. Denn CO2, alle unsere Lebensbereiche sind irgendwo mit der Emission von CO2 verbunden. Ob es Mobilität ist, ob es, wie gesagt, Ernährung ist, ob es der Bausektor ist, wo wohne ich, wie wird dort geheizt, gekühlt und so weiter und so fort. Alles das ist mit CO2 verbunden. Und das wiederum bedeutet, und das ist eine sehr intelligente und schöne Ableitung des Bundesverfassungsgerichtes bzw. der Richterinnen und Richter, die dort arbeiten, wird es eben auch in Zukunft alle Menschen in Deutschland sehr, sehr stark betreffen. Und wie gesagt, weil diese Reduktionsziele im Moment einfach zu gering sind, werden nach 2030 die Menschen, die dann kommen, die nachfolgenden Generationen, dann besonders hart betroffen. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und der Staat ist zur Gerechtigkeit verpflichtet. Und aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Schluss, Ende. Hier muss nochmal nachverhandelt werden. Hier muss vor allem nochmal nachgesteuert werden. Es gibt verschiedene Projektionen. Wir können euch die mal so nach und nach hier so ein bisschen einblenden. Die zeigen, ja, wie lange würde denn Deutschland eigentlich brauchen, mit den bisher eingeleiteten Maßnahmen und Plänen und Zielen, um das Ziel der Klimaneutralität überhaupt zu erreichen. Und es ist so ziemlich egal, welche Grafik man sich aus dem Internet raussucht. Die Linien, wenn man die weiterverfolgt, so wie es jetzt im Moment geht, die gehen bis ins Jahr, keine Ahnung, gefühlt 2150 oder sonst wohin, aber natürlich nicht bis zum Jahr 2050. Hier muss also sehr, sehr stark nachgearbeitet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, auch wenn ihr vielleicht mal mit Leuten darüber diskutiert, sind die sogenannten negativen Emissionen. Negative Emissionen bedeutet, dass man aktiv versucht, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Wie geht das?
zum Beispiel durch Aufforstung, wobei das ist sehr stark umstritten, ob Aufforstung tatsächlich einen langfristig positiven Effekt auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat, denn alles, was ja Bäume und Pflanzen binden, kann ja auch letztlich später wieder freigesetzt werden. Es wäre also nur so ein Herauszögern irgendwie. Oder eben andere technische Maßnahmen, CCS-Maßnahmen, nicht zu verwechseln mit dem Schnellladestandard, sondern CCS hier für Carbon Capture and Storage, also CO2 tatsächlich aktiv aus der Atmosphäre zu entziehen. Man stelle sich also riesige Anlagen, Türme vor, wie auch immer, die unfassbare Mengen an Luft jederzeit einsaugen und das CO2 mit entsprechendem Energieaufwand aus dieser Luft entfernen. CO2 ist ja nur zu 0,04% in der Atmosphäre enthalten. Das heißt, man braucht also riesige Mengen an Luft, um diese Mengen an CO2 übrigens in nennenswerter Weise CO2 dort herauszufiltern. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn heute die Menschen schon gegen Windkraft und Solarparks auf die Straße gehen, dann werden sie vielleicht in 10 Jahren gegen diese CCS-Anlagen gehen, weil sie sagen, so, wie sieht denn das aus? Warum hat man denn da nicht Windkraftanlagen gebaut? Gut, also das Ganze in komprimierter Form, worum es bei dieser ganzen Geschichte geht. Natürlich ist das eine schallende Ohrfeige für alle die, die an diesem Klimaschutzpaket schuld sind. Ich könnte da jetzt eine besondere Person nennen, aber das lasse ich jetzt bleiben, weil letztlich bringt es ja immer nichts, irgendwie auf die Schuldigen zu zeigen, sondern es geht ja darum, wie geht's denn jetzt weiter? Und im Prinzip wissen wir jetzt alle, dass wir das Thema Klimaschutz nicht mehr nach vorne wegschieben können. Wir können jetzt nicht mehr sagen, ja, okay, wir haben jetzt Pandemie und wir haben jetzt so und wir haben jetzt so und wir können jetzt nicht und wir müssen. Nein, uns läuft definitiv die Zeit weg. Wir haben es 100-mal gesagt, uns läuft die Zeit weg. Und das ist für mich eigentlich so eine sehr, sehr zentrale Grafik, die ich euch jetzt auch nochmal hier einblenden möchte. Beziehungsweise es ist ja immer so, dass der Steve das alles einblendet, nicht ich, sondern Steve macht ja die ganze Arbeit. Steve, an der Stelle einfach mal wirklich einen herzlichen Dank, dass du immer diese Videos immer so schnell fertig machst. Man sieht an dieser Grafik, dass das Hauptproblem, nämlich je länger wir warten, desto steiler und desto krasser müssen die Maßnahmen sein. Ihr könnt es an diesen Bildern hier sehen, an dieser Grafik hier sehen, dass insbesondere, wenn wir eben noch 2, 3, 4, 5 Jahre länger warten mit der massiven Reduktion der Treibhausgasemissionen, dass dann der Abfall dieser Kurve noch steiler sein muss, als er sowieso schon ist. Und das ist genau das, was das Bundesverfassungsgericht meint. Das sind diese wirklich krassen, wirklich einschneidenden Maßnahmen. Das heißt, wenn wir jetzt nichts tun, dann verlagern wir ein noch krasseres Handeln auf die, die nach uns kommen. Und das ist denen schlicht nicht zuzumuten, weil wir können doch auch jetzt schon handeln. Ich nehme mal ein Beispiel raus. Verbot von Ölheizungen im Neubau, ja, kommt in Deutschland erst 2026. Warum nicht früher? Die Techniken sind doch da. Ist doch überhaupt gar kein Problem schon 2024. Oder der Kohleausstieg. Ich bin ja zwar sowieso der Meinung, dass wir vor 2038 diesen Kohleausstieg haben werden, aber man könnte doch jetzt hingehen und sagen, okay, wir machen dieses Gesetz nochmal auf und sagen, oder diesen Kohleausstiegsplan nochmal auf und sagen, wir müssen früher aus der Kohle aussteigen. Wir lassen dieses Datum meinetwegen 2038 stehen, um nicht alle Diskussionen wieder rauszuholen, aber wir verschärfen die Überprüfung. Wir prüfen schneller und öfter, ob wir nicht noch schneller aus der Kohleverstromung aussteigen können. Nord Stream 2 wäre so ein weiteres Thema und. Es gibt also ganz, ganz viele Handlungsmöglichkeiten, die die Bundesregierung jetzt machen muss, um der Auflage des Bundesverfassungsgesetzes nachzukommen. So, meine Meinung dazu könnt ihr euch natürlich vorstellen. Ich kann eigentlich nur den Kopf schütteln. Ich kann nur den Kopf schütteln darüber, wie in der Politik, ich will das mal so ein bisschen pauschal sagen, ich weiß natürlich, dass es auch viele, viele Politikerinnen und Politiker gibt, die das nicht so sehen, aber wie man dort verzögert, hinauszögert, verschläft, verschleiert, sich beeinflussen lässt von Lobbyistinnen und Lobbyisten, das, was gemacht wird, oh, vor mir fährt ein MX-30, Mazda, oh, muss ich jetzt einfach mal zwischendurch sagen, ah, der sieht ja von hinten echt nice aus. Erinnert irgendwie so ein bisschen ans Model Y, oder? Mache ich da jetzt gerade einen Riesenfehler? Schönes Auto. Ich sehe es ja nur von hinten. Ich kann die Kamera leider jetzt nicht drehen, aber schönes. Das musste jetzt mal einfach zwischendurch sein. Sorry. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Es kann nicht mehr angehen, dass die von der Wissenschaft klar und deutlich formulierten
Aufgaben der Politik immer wieder verwässert werden, weil irgendein Lobbyist oder irgendwelche Gruppen der Meinung sind, das können wir nach hinten rausschieben. Natürlich ist damit auch sehr stark die Frage verbunden, gibt es vielleicht jetzt Einschnitte bei dem Thema, welche Möglichkeiten haben Bürgerinitiativen, zum Beispiel einen Windpark zu verhindern? Denn wir müssen ja jetzt die erneuerbaren Energien ausbauen. Das muss ja in einem sehr, sehr hohen Tempo gehen. Und natürlich steht man dann in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite muss man das ausbauen, auf der anderen Seite sind natürlich auch Bürgerinteressen zu beachten. Kurzes Stichwort dazu. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt trotzdem ein bisschen besser und schneller gehen wird, weil ja diese Falschberechnungen um das Thema Infraschall jetzt endlich beseitigt wurden und auch unser Bundeswirtschaftsminister sich ja schon entschuldigt hat, dass hier durch eine untergeordnete Behörde seines Ministeriums hier jahrelang falsche Zahlen zur Infraschallbelastung von durch Windkraftanlagen herumgegeistert sind, die unter anderem dazu geführt haben, dass viele Windparkprojekte verzögert wurden oder gar nicht stattgefunden haben. Okay, also dieses Wort zum Freitag ist auch wieder mal, ich glaube schon, wie es letzte Woche oder vorletzte Woche war, die Aufforderung, die Bitte, die Motivation, aktiv zu werden, zu handeln. Wir alle können Klimaschutz, wenn wir das wollen. Ich weiß, das ist mir beim letzten Mal, glaube ich, sehr stark vorgeworfen worden, weil ich gesagt habe, wir müssen. Ja, ich bleib auch dabei. Ich glaube, wir müssen das tun. Das gilt für alle. Da nehme ich mich nicht aus. Denn wir haben eine Verantwortung für die folgenden Generationen. Wir müssen diese Lebensgrundlagen erhalten. Wir können ja nirgendwo anders hin. Und wir machen uns diese Lebensgrundlagen systematisch selber kaputt, wenn wir diese notwendigen Schritte, die Dinge, die jetzt nötig sind, immer weiter nach hinten rausschieben und sagen, ja, das machen wir dann nächstes Jahr, das machen wir dann übernächstes Jahr, da warten wir jetzt erstmal, bis die Pandemie vorüber ist, da warten wir erstmal auf den wirtschaftlichen Aufschwung. Nein, das alles muss jetzt verbunden werden. Wirtschaftlicher Aufbau, wirtschaftliches Wiedererstarken nach der Pandemie, die Schaffung von Arbeitsplätzen, all das kann man ja mit Klimaschutz machen. Man muss es nur endlich mal erkennen, aus meiner Sicht, dass Klimaschutz und Wirtschaft und Wohlstand und Sicherheit und Frieden alles Themen sind, die Liste war jetzt nicht vollständig, alles Themen sind, die zusammengehören, die man gemeinsam denken muss. Und ich hoffe sehr, dass es jetzt wirklich nicht nur ein erzwungenes Handeln gibt, sondern auch ein verstandenes Umdenken auf vielen Bereichen, dass vielleicht auch unser Bürgermeister hier in Kleinmachnow endlich mal erkennt, Klimaschutz ist nichts, was nervt, sondern es ist einfach erforderlich, es ist wichtig, es ist notwendig, dass wir an dieses Thema rangehen. So viel zu meinen Worten zum Freitag an dieser Stelle. Es ist bitte nicht so, dass ich jetzt durch die Gegend renne und sage, ätschi bätschi, sondern dass ich sage, es ist eigentlich etwas, was wir schon wissen, nämlich die Aufforderung zum Tun, die Bitte zum Tun, eine große Motivation geht auch daraus für mich wieder hervor, weiterzumachen mit Steve zusammen hier im YouTube-Kanal, in der Interessengemeinschaft mit all unseren Freundinnen und Freunden am Thema Elektromobilität und erneuerbare Energien weiterzumachen, alle zusammen dieses Thema weiter voranzubringen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit wieder mal für dieses Wort zum Freitag genommen habt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch, einfach mal meine Meinung dazu zu hören. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Was vielleicht euer nächster Schritt ist, was macht ihr als nächstes in Sachen Klimaschutz? Habt ihr schon irgendeine Idee? Motiviert euch dieses Urteil vom Verfassungsschutz, vom Verfassungsgericht, ist das richtig? Bundesverfassungsgericht, ja. Motiviert es euch, weiterzumachen, wieder anzufangen, eure Aktivitäten noch weiter zu verstärken? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ich bin gespannt, ich lese es gerne. Und ansonsten, wie gesagt, heute ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt negativ, geht voll drauf. Ui, wie kriege ich das jetzt aus so? Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss. Ciao, ciao.